Psalm 139, 14. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, in den letzten Jahren entschieden sich viele Konfirmanden und Konfirmandinnen ganz bewusst für diesen Vers. Sie wollten etwas Positives von sich selbst sagen. Und so treten sie einer Welt gegenüber, deren dauernde Selbstoptimierung sie unzufrieden macht. Mancher und manche stellen mit diesem Vers deutlich heraus: Ich bin im Frieden mit mir, mit meinem Aussehen, mit meinen Gaben und mit meinen Fähigkeiten. Diese Zufriedenheit ist nichts, was bedauert werden muss und auch nichts, worauf abschätzig herabgeschaut werden kann. Im Gegenteil, dieser Frieden ist ein fester Standpunkt, der dem Leben Halt gibt. Er schenkt Geduld und Ruhe für das, was noch kommen kann. Denn zufrieden sein heißt noch lange nicht, dass sich nichts mehr ändern wird. Es gilt aber eben auch, das zu entdecken, was der Schöpfer uns in unser Menschsein und Leben hineingeschenkt hat. Und das ist wunderbar. Mir gefällt dieser ruhige und klare Blick in der Mitte des Psalmes 139. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Am Anfang hört sich das Gebet doch noch ganz anders an. Da macht der Beter die staunende Entdeckung, dass Gott unfassbar viel größer ist als wir Menschen. In Wissen und Erkenntnis, in Wahrnehmung und Fähigkeit, in Raum und Zeit. Diese Einsicht öffnet dem Beter aber keinen Zugang zu Gott. Sie treibt ihn eher ruhelos um. Er spricht: Keiner kann Gott entfliehen. Gerade so, als gelte es, Gott zu entkommen. Bis er darauf kommt, dass das Wunder unseres Lebens mit Gottes Größe verbunden ist. Wo unser Leben und unser Sein herkommt, das liegt für uns im Dunkeln. Aber Gott kann in dieses Dunkel hineinschauen, als wäre es der helle Tag. Da wird der Beter sich bewusst: Der unermesslich große Gott hat uns selbst gebildet und geformt. Und es platzt aus ihm heraus: Ich danke dir dafür. Der Dank ist ein Ruhepol für unser Leben. Wer Hektik, Stress und Daueranforderungen etwas entgegensetzen will, der tut gut daran, sich auf den Dank zu besinnen. So ist der Beter hier auch zur Besinnung gekommen. Erstaunt, wie verwoben wir Menschen doch geschaffen wurden, mit Muskeln, Sehnen, Adern und Nerven. Wie hoch organisiert sind die Zellen vernetzt. Wie fantastisch wirken unsere Organe zusammen. Wunderbar sind wir Menschen, aber nicht nur in Funktionen und im Funktionieren unseres Körpers. Nicht nur im Wachsen und Werden, im Wissen und Verstehen, im Planen und Wollen, im Antrieb, der in uns steckt und im ausdauernden Verfolgen von Zielen. Wunderbar sind wir auch in unseren Emotionen verwoben, was Freude und Trauer angeht, was Enttäuschung und Liebe in uns hervorruft. Und wir haben eine besondere Ader für Klang und Musik und für Schönheit. Wir sind kreativ und gestalten unsere Welt mit Freude. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Wie gut, dass hier diese beiden Sätze zusammenkommen. Der Blick auf mich, der entdeckt, dass ich wunderbar gemacht bin, und dann auch der Blick auf die ganze Schöpfung. Das schützt mich davor, dass ich nicht immer nur um mich selber kreise. Das öffnet mich für Beziehung, für Miteinander und füreinander, für eine gute Gemeinschaft also. Auch das andere Geschöpf ist ein Wunder aus der Hand des unfassbar großen Schöpfers. Wer das versteht, dem eröffnet sich eine Seelenerkenntnis. Das erkennt meine Seele. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir: Wie ungewöhnlich. Die Seele, das ist unser Leben und unser Durst danach. Das ist, was wir brauchen und was wir sind, was wir empfinden und erfahren, was wir empfangen und geben. Die Seele ist die Mitte unseres Seins, untrennbar verwoben mit Leib und Geist.
Wie gut, wenn meine Seele dankbar kennen kann, dass Gott mich wunderbar gemacht hat. Und darüber hinaus auch wunderbar sind deine Werke. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Schöpfer und Heiland, du hast unsere Seele, unseren Geist und unseren Körper wunderbar gemacht. Dafür danken wir dir. Gib, dass uns diese Erkenntnis bis in die tiefste Tiefe unseres Lebens mit Frieden erfüllt. Bewahre uns, dass wir nicht aus dem Blick verlieren, wie wunderbar du uns und diese Welt geschaffen hast. Dass eine tiefe Verbindung zu dir hin entstehen und zu allen, die du geschaffen hast. Wir befehlen dir Menschen an, die verletzt sind, denen das Wunderbare ihres Lebens zerstört wurde und nun verborgen ist. Sei ihnen nahe, sei ihr Licht im Dunkel, sei mit ihnen, wo auch immer sie sind, damit ihre Seele heilen kann, damit sie Vertrauen zu dir finden, dass die Finsternis bei dir nicht finster ist. Lass sie erfahren, dass bei dir möglich ist, was uns Menschen unmöglich erscheint. Schenke Ruhe, Zeit und Besinnung. Lass Dankbarkeit wachsen und Frieden. Amen.